Und tschüss. Ja, so geht's. Easy und leicht. Wie sagt man so schön, easy und hart. So, letzte Tür. Letzte verborgene Tür. Was soll ich machen? Verstehe ich jetzt nicht, aber Schenken muss ich nicht. Gut. Warten. Hier. Ran. Hey, ich bin schon überfordert. Bitte, was soll ich machen? Die Tür dessen Schalter, sag mal, bin ich total doof? Okay, der Wandschalter, ich bin blind. Was schaffen kann ich? So, weiter. Okay, hier geht's weiter. Ist ja nicht mehr weit. So knapp aus, aber wir kriegen es hin. So, jetzt müssen wir nur noch da durch. Wir müssen noch da durch. Das ist sehr gut, absolut. Wir schaffen es aber. Ich will es schaffen.
So, jetzt können wir es auch schaffen, ohne Fehler, bitte. Es geht. Ist das letzte Geisterschloss jetzt gewesen? Ja. Wir schaffen das schon. Halbe Stunde schon. Meine Fresse. Eine halbe Stunde. Das ist gut. So, dann haben wir auch Tempel Nummer 2 geschafft. Okay. Ich hau ab. Schnell hoch. Einfach weiter, weiter, weiter. Lauf! Ich bin mein. Und ich bin auch dagegen gesprungen. Typisch. Lauf weiter! Ne, nicht stark machen. Laufen. Lauf, ey! Warum sagt denn der Obstzünder keiner ist? Verstehe ich irgendwo nicht. Alter, ich mach immer wieder denselben Scheiß. Immer dagegen springe. Ist nicht irgendwo, ich weiß nicht woher ich den Scheiß hab. So diese reflexartigen Sprünge. Jetzt muss ich gleich wieder räumen. Alter, warum? Du sollst doch halt unten mal springen. Das kann nicht sein. Ich hab sowas von fest die X-Taste gedrückt. Aber ne, der wollte nicht. Mich im Stich gelassen. Also solche Reaktionen habe ich beobachtet. So. Und weiter. Diesmal springe ich. Ich muss in den Brunnen, es ist... Genau. Lauf einfach weiter. Boah, Dankeschön.
Letztes Hindernis. Oder was sonst ihr seid. Ist euch klar, dass die Glackens eure Knochen dazu benutzen, um Soulstorm-Brühe zu brauen? Das war ja nicht der Stern auszukriegen. Jetzt sag schon, was du dagegen tun willst. Wieso gerade ich? Du warst unser Held auf Rapture Farms. Nur du kannst diese edle Brauerei klein kriegen. Ihr schickt mich tatsächlich in diese Soulstorm-Brauerei? Danke, mir langt. Hör zu, wir werden nach Schande dir versetzen. Ja, spirituelle Potenz. Seid ihr da? Ich hatte das schon öfter erlebt. Ja, als man mich mit diesen Kräften zur Rapture Farms schickte. Oder als ich die Kreaturen von Oddworld so zu sehen bekam, wie sie früher einmal waren, bevor wir sie zu leckeren Häppchen verarbeitet haben. Wir hatten unsere Vergangenheit vergessen. Und das sollte uns nun unsere Zukunft kosten. Und vielleicht auch unsere Seelen. Komm näher ran! Neu und verbessert! Was ist das? Nicht nachdenken! Trinken! Hey, du mach schon! Schluck's runter! Okay. Zuerst verteilten die Glackens ihre Brühe gratis. Oh, lecker. Aber sobald die Bodake zu trinken begannen, konnten sie nicht mehr aufhören. Die Glackens versprachen ihnen, wenn sie arbeiten würden, jede Menge Brühe. So viel sie nur wollten. Ist klar? Sie sind drauf reingefallen. Komm noch mehr. Ich liebe diesen Job. Und jetzt wollen die drei unheimlichen Bodakens, dass ich die Brauerei zerstöre. Aber zuerst muss ich meine Leute da rausholen. Und ich hatte die Kraft bekommen, an Brühe erkrankte Mudakens zu heilen. Was wir jetzt auch können. Und das machen wir jetzt auch. So, euch heilig. Kommt mal mit. Wollen wir die erste CD schon für heute beenden? An die Arbeit! Jetzt guckt man auch mit. Jo, 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 jo. Okay. Ich rette euch mal. Okay. So, haben wir gemacht. So, dann würde ich mich schon mal an das Schiff verabschieden und beim nächsten Mal machen wir dann die zweite CD in dem Spiel. Also Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, einen Daumen nach oben da lassen. Und dann gibt's noch mehr. Haut rein, bis dann und...